Bei ihm können wir nichts machen. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten 3 Runden rein. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Beim Wagen hinter dir hat man sich wohl für einen kürzeren Stint entschieden. Er ist auf den weicheren Reifen unterwegs. Dir den Frontflügel ganz schön ramponiert. Wenn du willst, kannst du zum Reparieren reinkommen. Wenn du in dieser Runde nicht zu deiner Durchfahrtsstrafe kommst, wirst du disqualifiziert. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Denk dran, du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du maximal eine